Hallo Leute und willkommen bei PC Tech. In diesem How-To zeige ich euch, wie ihr bei einer Custom-Grafikkarte die Wärmeleitpaste wechseln könnt. In meinem Fall verwende ich hier die Radeon HD 6870 von Sapphire. Ich will die Wärmeleitpaste wechseln, weil ich die Karte später noch übertakten werde. In diesem Fall hat die Karte jetzt nur 4 Schrauben über der GPU. Es gibt auch Modelle, die mehrere Schrauben haben für die VRM-Kühler. Nehmt dazu einen Kreuzschraubendreher und dreht diese Schrauben im Kreuz raus. Habt ihr das gemacht, schaut beim Wegnehmen, dass ihr nicht gerade den Lüfteranschluss wegreißt, nehmt den vorsichtig ab. Und dann sehen wir dann auch schon die Wärmeleitpaste. In meinem Fall ist die wirklich schon recht stark ausgetrocknet. Ich verwende jetzt ein Taschentuch und noch Alkohol und Watte, um das Ganze richtig wegzubekommen. Habt ihr das gemacht, müsst ihr im Prinzip nur noch die neue Wärmeleitpaste auftragen. Ich nehme jetzt die Arctic Cooling MX4, die macht ihre Sache ganz gut. Ich verteile die Wärmeleitpaste jeweils mit dem Finger, das geht für mich am besten, denn die Wärmeleitpaste ist dadurch schön verteilt. Ihr müsst jedoch selbst wissen, wie ihr es am besten machen wollt. Ich empfehle es euch einfach so zu machen. Bevor ihr jetzt den Lüfter wieder draufkickt, vergesst nicht, den Lüfteranschluss auch wieder anzuschließen, sonst geht nichts. Danach dreht das um und schraubt die 4 Schrauben, die wir vorhin schon im Kreuz rausgedreht haben, wieder im Kreuz rein, weil wir wollen nicht, dass die GPU unregelmäßig belastet wird. Sehr gut, habt ihr das gemacht, haben wir jetzt eine sauber gewartete HD 6870. Das ist optimal auch dann für das Overclocking. Es macht keinen Sinn, eine Karte zu übertakten, weil dir die Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist. Das erzeugt unnötige Hitze über der GPU selbst.